In Deutschland nichts Neues. Diesmal Dioxin in Eiern. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gab zum aktuellen Skandal eine Pressekonferenz im Haus 2 des Niedersächsischen Landtages. Kurz vor Heiligabend kam die Meldung, dass in Hühnereiern wahrscheinlich Dioxin zu finden ist. Wir sagen ganz deutlich, Öle und Fette, die für technische Zwecke geeignet sind, haben im Futter, haben in Lebensmitteln schlicht und einfach überhaupt nicht zu suchen. Klar machen die ja schon Einzigartiges. Wir haben 3000 Tonnen dioxinhaltiges Fett verfüttert worden. Wenn man das mal umrechnet, wir haben das mal getan, was bedeutet das eigentlich, 3000 Tonnen, dann könnte man ca. 20 Millionen Hühner einen Monat damit mit diesem dioxinhaltigen Futter ernähren. Wenn man dann ausrechnet, dass die fast jeden Tag ein Ei legen, dann kommt man darauf, dass man 400 bis 500 Millionen Eier alleine können belastet sein mit diesem dioxinhaltigen Futter. Hier weiß man, es ist verseuchtes Futter mit Dioxin, verseuchtes Futter angeliefert worden, dass man dann solche Betriebe auch sofort sperrt. Das ist heute schon möglich. Nordrhein-Westfalen hat das getan, Niedersachsen erst mit einer Verspätung. Und wir wollen eben, dass das generell als Fall geht. Im Zweifel, wenn man einen begründeten Zweifel hat, dass ein Verdacht ist, dann muss man solche Lebensmittel aus dem Verkehr ziehen. Also man muss da sicher auch darüber überlegen, Bußgelder deutlich anzuheben. Die müssen wirtschaftlich wirklich spürbar sein und nicht, dass man da Millionen verdient und dann ein kleines Bußgeld kriegt. Da muss man über Strafrechtsverschärfung nachdenken, auch danach mehrere Verantwortliche, die sozusagen Mitwisser waren, das gewusst haben, dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und damit die Landwirte, die ja oft unschuldig sind, weil sie ja nicht verseuchtes Futter bestellt haben, sondern reines Futter, damit die nicht auf den Kosten sitzen bleiben, bräuchte man eine Versicherungshaftpflicht, dass dann zumindest einer einspringt, wenn so ein Unternehmen insolvenz geht, dass die Futtermittelindustrie dafür sorgen muss, dass sie für die Schäden, die sie verursacht, auch aufkommt.